So. Hallo. Guten Morgen zusammen. Oder guten Mittag oder guten Abend, wie auch immer. Intro-Dingens. Geil. Ihr seht, ich habe ein bisschen gebastelt schon mal heute. Ich hoffe, es passt soweit alles mit dem Stream-Setup. Bin immer noch ein bisschen am Rumschrauben, aber ich denke, es sollte klappen. Okay. Machen wir heute vielleicht nicht allzu lang, probieren wir ein schnelles. Huh? Tag 3, Advent of Code. Wer es nicht kennt, Advent of Code sind kleine Programmieraufgaben. So ein bisschen Adventskalendermäßig, jeden Tag zwei neue Aufgaben. Wir hatten gestern schon zwei und machen heute nochmal zwei in JavaScript bzw. Node.js. Tag 3, ich habe es mir natürlich wie immer noch nicht vorher angeschaut. So. No matter how you slice it, heißt die Aufgabe. Und natürlich hat es wieder so ein bisschen so eine weihnachtliche Hintergrundstory. The elves managed to locate the chimney squeeze prototype fabric for Santa's suit, thanks to someone who helpfully wrote its box IDs on the wall of the warehouse in the middle of the night. Das waren wir in der letzten Aufgabe. Unfortunately, anomalies are still affecting them. Nobody can even agree on how to cut the fabric. The whole piece of fabric they're working on is a very large square, at least 1,000 inches on each side. Each elf has made a claim about which area of fabric would be ideal for Santa's suit. All claims have an ID and consist of a single rectangle with edges parallel to the edges of the fabric. Each claim's rectangle is defined as follows. The number of inches between the left edge of the fabric and the left edge of the rectangle, also quasi sowas wie x-Koordinaten. The number of inches between the top edge of the fabric and the top edge of the rectangle, also sowas wie y-Koordinaten. The width of the rectangle in inches and the height of the rectangle in inches. A claim like Nummer 123 at 3,2 Doppelpunkt 5×4 means that Claim 123 specifies, geht euch das eigentlich auch so, dass ihr Zahlen in englischen Texten gerne lieber als deutsche Zahlen vorlest? Specifies a rectangle 3 inches from the left edge, 2 inches from the top edge, 5 inches wide and 4 inches tall. Okay, visually it claims the square inches of fabric represented by Raute. And ignores the square inches of fabric represented by a punct in the diagram below. Also, 3 inches from the left edge, okay, 2 inches from the top edge, alles klar, 5 inches wide, and 4 inches tall. Good, macht Sinn. The problem is that many of the claims overlap, causing two or more claims to cover part of the same areas. For example, consider the following claims. Nummer 1, 1,3 4×4, Nummer 2, 3,1, 4×4, Nummer 3, 5,5, 2×2 visually, these claim the following areas. 1, 2, 3 und x wird, the 4 square inches marked with x are claimed by both 1 and 2. Claim 3, while adjacent to the others, does not overlap with either of them. Servus, Runner. If all the elves all proceed with their own plans, none of them will have enough fabric. How many square inches of fabric are within two or more claims? Okay. Also, die einfachste Lösung für das hier wird wahrscheinlich erstmal sein zu sagen, wir machen ein Array mit, jetzt wie viel? A very large square, at least 1,000 inches on each side. Okay, naja, das heißt, du kannst prinzipiell 1000 mal 1000 irgendwie groß machen. Das wäre eine Möglichkeit. To begin, get your puzzle input. Schauen wir erstmal, was wir so für Dinge da drin haben. Okay. Wie immer mache ich die Seite mal wieder ein bisschen größer, dass man das besser lesen kann. So, 400, 600, bla, 800... Okay, das sind ganz schön viele. 900 irgendwas. Naja, gut. Naja, gut.
How many square inches of fabric are within two or more claims? Wie gesagt, wir könnten jetzt versuchen, das quasi so als Array zu bauen, ja, mit Zeilen mal Spalten. Und dann einfach jeweils befüllen mit irgendwas oder mit den IDs meinetwegen von den Claims, die da drauf hängen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Probieren wir es erstmal so. Ne? Okay. Zurück in die IDE. Machen wir das mal alles zu hier. So, und wir haben erstmal hier ein neues File, das heißt 03/input.txt. Da hauen wir mal wieder den Input rein. Quatsch. Den Input rein. So. Paste. Okay. Und dann können wir uns einfach mal unser File von gestern hier nochmal klauen, damit wir zumindest das Zeileneinlesen mal wieder drin haben. Das heißt new 2018.03a.js und pasten das hier rein. So, das kann weg. Das heißt, wir nennen das jetzt vielleicht nicht Lines, sondern Claims. So. Und lesen dann Zeile für Zeile rein. Und wenn das fertig ist, können wir damit irgendwas machen. Jetzt ist die Frage, wir könnten sogar überlegen, ob wir das nicht sogar direkt befüllen. Quasi nicht erst dann, wenn wir alle Zeilen eingelesen haben, sondern im Prinzip direkt Zeile für Zeile, während wir die lesen. Probieren wir es mal. Das heißt, wir kriegen eine Line rein und machen dann, eigentlich müssen wir uns noch nicht mal die Claims merken, oder? Eigentlich müssen wir uns nur das Ergebnis merken. Wenn du jetzt natürlich eine Sprache hättest, bei der Arrays eine fixe Größe haben und du die vorher definieren musst, wäre das jetzt blöd. Glücklicherweise haben wir hier JavaScript und können im Prinzip unser Array beliebig vergrößern. Das heißt, wir müssen uns eigentlich, ich glaube, wir müssen uns noch nicht mal die Claims merken, sondern wir müssen uns jetzt eher irgendwie merken, wie unser Stück Stoff, also unser Fabric, aufgeteilt wird. Also nennen wir es mal Fabric. Und das ist ein Array aus Arrays, dann tendenziell, ne? So mit X- und Y-Koordinaten. Wir müssen die Zeile erstmal parsen, würde ich sagen. Wie sieht unser Input denn nochmal aus? Okay, das Ding hat eine ID. Add irgendwas. So, das ist jetzt aber der Moment. Ihr erinnert euch, gestern haben wir reguläre Ausdrücke probiert und sind kläglich gescheitert. Diesmal machen wir das ein bisschen anders. Diesmal geht das mit Sicherheit sehr gut in regulären Ausdrücken. So. Okay. Bisschen Beispielcode. Und jetzt sieht unser Ausdruck folgendermaßen aus. Wir haben einen Anfang. Machen wir die Seite ein bisschen größer. So. Dieses Dach bedeutet immer Anfang. Und dann haben wir das Zeichen Raute. Und dann haben wir Ziffern. Wechselsteh bedeutet Ziffer. Und zwar mindestens eine, das heißt Wechselsteh plus, so, und das können wir direkt mal capturen in einer Sub-Expression, ja, das heißt, auf das Ding können wir später in dem Match referenzieren und können die ID extra rausziehen, dann haben wir ein Add, so, und dann haben wir noch eins, das ist quasi die Startposition, das heißt, wieder Wechselsteh plus, eine Anzahl Ziffern, Komma, Backslash D plus, Klammer zu. Muss vielleicht mein JavaScript-Dialekt noch umstellen, ne, dass wir jetzt gerade, mein Regex-Dialekt, dass wir jetzt JavaScript sprechen. So. Backslash D plus, dann haben wir einen Doppelpunkt, dann haben wir ein Leerzeichen. Und dann haben wir wieder Ziffern, Backslash D plus, mal, Backslash D plus, plus. Okay, und dann haben wir ein Dollar mit der Bedeutung von, hier hört der String quasi auf. So, und jetzt haben wir hier entsprechend Matches und
Untergruppen darunter. Was ich jetzt gerade nicht verstehe, warum die mir hier nicht angezeigt werden oder markiert werden, dass ich da Subgroups habe. Wir müssten denen theoretisch auch Namen geben können. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das in JavaScript funktioniert, deswegen gucken wir mal kurz nach. JavaScript regex named subgroups oder named group meinetwegen, okay. Named capturing groups in JavaScript regex. Das gibt es in ECMAScript 2018. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob das unsere Node-Version unterstützt. Dafür gibt es auch eine sehr nette Seite, die heißt node.green. Und die zeigt dir quasi an, welche JavaScript-Features jeweils dein Node.js unterstützt. Ganz kurz zwischendrin, wenn ich hier in das OBS schaue, stelle ich fest, dass der Upstream manchmal ein bisschen zu wenig ist. Sagt ihr mir bitte Bescheid, wenn der Stream viele Aussetzer hat, dann muss ich gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen was an der Qualität runterdrehe, dann nächstes Mal. Okay, und jetzt müssen wir hier mal nach regex suchen. Regex, Prototype, Simple Match, Simple Replace. Ist natürlich die Frage, inwieweit das da... Regex ist subclassable? Nein, das wollen wir auch nicht. Regex Syntax Extensions. Hier wahrscheinlich. Sehe ich jetzt auch nicht. Ah, es ist wahrscheinlich auch erst im ECMAScript 2018 Support, ne? Das heißt, hier haben wir 2017 Support und hier haben wir 2018 Support. Genau, regex named capture groups gibt es ab Node 10.3. So, ich glaube, da bin ich drüber. Ich gucke aber lieber nochmal nach. Node-version und wir haben 10.14. Okay. Danke, Runner. Bisher keine Drops. Wunderbar. Das heißt, wir können das benutzen. Regex named capture groups. Und das funktioniert so, wie es in PHP auch funktioniert, dass du nämlich Fragezeichen und dann den Namen in spitze Klammern schreibst. Das heißt, wir machen das jetzt hier so. Schreiben hier Fragezeichen, spitze Klammer, ID. So, dann hat das Ding quasi den Namen ID bekommen. Wir machen das hier genauso. X und ein Y. Und ein Width, also eine Breite und eine Höhe. So. Okay. Damit können wir schon mal arbeiten. Vielleicht... Ach, W und H lässt sich schon merken, oder? Das müssen wir jetzt nicht Width und Height nennen. Okay, wird schon passen. So. Das ist jetzt also unser regulärer Ausdruck und den jagen wir jetzt über die Zeilen. Das heißt, wir machen jetzt sowas wie line.match und dann hauen wir hier unseren regulären Ausdruck rein. Da muss man jetzt noch Slashes vorne dran schreiben und hinten dran, damit das als regulärer Ausdruck akzeptiert wird. So, okay. Und jetzt sagen wir const match ist das. So. Wenn das nicht gematcht hat, ach komm, wir vertrauen einfach erstmal drauf, dass das matcht. Das heißt, wir können jetzt sagen match.groups. Und dann jeweils den Namen unserer Gruppen, die wir hier definiert haben. Und das heißt, wir machen jetzt mal, wir müssen quasi an der Stelle, gucken wir nochmal in den Code, in die Aufgabe. Hier steht 1,3, das heißt, es fängt bei 1 an. Das heißt, hier ist 0 und hier ist dann sozusagen 1. Ja, so. Und wir machen das quasi in Zeilen mal Spalten, oder? Oder erst x und y oder erst y, dann x. Machen wir erst x, dann y, glaube ich. Ne, machen wir nicht.
Wir machen erst Y, dann X, dann lässt sich das vielleicht schöner ausgeben am Schluss. Ich weiß nicht genau, ob wir das irgendwann brauchen werden. Das heißt, wir sagen jetzt vor. Jetzt müssen wir im Prinzip hergehen und an der Stelle Y anfangen sozusagen und dann alles runter markieren. Also wir machen jetzt ein. Im Prinzip bauen wir jetzt quasi dieses Array, wie wir es da haben, ja, in der Aufgabe. Das heißt, das hier wäre unser, machen wir ein Notepad auf, so. Das heißt, ich habe am Schluss ein Array, das sieht irgendwie so aus, wie Fabric ist, und dann kommt hier ein Array aus Zeilen und jede Zeile wiederum ist ein Array aus Spalten. Und das heißt, du hast jetzt hier sowas wie 0, 0, 0, ein paar Mal 0 auf jeden Fall, ja. Das sind sozusagen die nicht belegten Spalten. Und dann kommt die nächste Zeile, 0, 0, 0. Und dann kommt sozusagen hier der Claim von der 2. Da würde ich jetzt aber nicht 2 reinschreiben, sondern da würde ich jetzt tendenziell einfach erstmal reinschreiben, wie viele Claims es darauf gibt. Das heißt, ich schreibe jetzt hier erstmal 1 rein. Nächste Spalte auch 1 und 1 und 1 und so weiter. So. Und dann hinten dran wieder 0. Hier oben natürlich auch entsprechend viele Nullen, ja, ist klar. Und so können wir das ganze Ding dann befüllen. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Zeile für Zeile durchgehen. Wir kriegen jetzt also eine Eingabe rein, sowas wie 1,3 4 mal 4. So. Und das heißt, das ist 1 von da weg, aber das ist eigentlich für uns gar nicht so wichtig, sondern wir fangen mit der 3 an. Wir müssen erstmal die Zeile mit der Nummer 3 sozusagen anfangen. Das heißt, wir sagen jetzt hier for let etwas. Ich würde das eigentlich gerne. Ach komm, wir nennen es trotzdem x. Let x ist. Ne, nicht x. Wir fangen ja bei den Zeilen an. Ne? Das heißt, wir sagen, let y ist. Jetzt fangen wir an mit match.groups.y. Also quasi der y-Abstand von der Oberkante, den wir da in dem Match bekommen haben. Das sollten wir sinnvollerweise noch in eine Zahl konvertieren. Dafür schreibe ich hier ein Plus einfach vorne dran. Das konvertiert mir das Ganze in eine Number. Und zwar dann so lange, wie y kleiner als match.groups.y wieder in die Nacht dein Spiel gespielt. Ja. Du hast tatsächlich recht. Wenn ich gerade nicht am Coden bin oder an anderen Sachen machen, dann hänge ich gerne in Guild Wars 2 rum. Das ist ein MMO und es ist relativ relaxed eigentlich. Ja, du musst nicht viel zocken. Es gibt keinen monatlichen Abo-Preis und sonst was. Es ist eigentlich recht gechillt und die Community ist nett und ja, da bin ich unterwegs. Und hab Spaß ein bisschen. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei, solange y kleiner als Match.groups und y plus. Und jetzt müssen wir hier nochmal konvertieren. Match.groups.höhe. Ja. Wenn die Höhe 1 ist. Sagen wir mal, y ist 2 und die Höhe ist 1, dann müssen wir quasi von 2 bis nur 2 eigentlich. Das heißt, wir müssen nur einmal. Ja? Okay. Das heißt, solange y kleiner ist als 3, genau, die Höhe drauf addiert, ja, wäre in dem Fall 3, y kleiner als 3, heißt, wir machen nur die Zeile 2. Stimmt soweit. Und dann sagen wir halt natürlich wie immer y plus plus. So. Und dann machen wir das nochmal mit dem x jetzt. X ist plus match.groups.x.
X, also wie gesagt, das Plus vorne dran sagt einfach, ist einfach Kurzschreibweise für konvertier mir das in eine Number. Und dann solange x kleiner ist als match.groups.x plus match.groups.w für width oder für Breite x plus plus. Okay, so jetzt gehen wir hier quasi die Zeilen und Spalten durch. Jetzt müssen wir nur schauen, haben wir an der Stelle in unserem Fabric überhaupt schon einen Array-Eintrag? Wenn nicht, müssen wir den erstellen. Das heißt, if type of Fabric an der Stelle y ist undefined. Gibt es da eigentlich was Hübscheres dafür? So die Leute, die die JavaScript ein bisschen besser machen als ich. Kann ich irgendwie, gibt es irgendwie sowas wie Y in Fabric oder sowas? Wenn es das noch nicht gibt hier an der Stelle, müssen wir das erstmal anlegen. Das heißt, wir müssen sagen, Fabric Y ist ein leeres Array, machen wir erstmal. Mal quasi dynamische Größen hier. Und hier drin müssen wir das genauso machen. Hier können wir uns zwar darauf verlassen, dass es Fabric Y schon gibt, aber wir wissen noch nicht, ob das Array an der Stelle x hier jetzt schon was hat. Aber hier können wir jetzt einfach sagen, Fabric y x ist, so, jetzt ist die Frage, gibt es das schon? Das heißt, wenn type of Fabric hoppla, y x gleich undefined, wenn da sozusagen noch nichts drin steht, dann schreiben wir da jetzt eine 1 rein. Das heißt, es gibt jetzt ein Claim auf diesen Bereich. Und ansonsten schreiben wir da Fabric YX plus 1 rein. So. Und das sollte eigentlich schon alles sein. Jetzt fällt mir gerade auf, how many square inches of fabric are within two or more claims? Okay. Kann man das Array nicht gleich mit Nullwerten initialisieren? Prinzipiell könntest du das. Das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wie viele Nullwerte ich jetzt da reinpacken muss. Weil dafür müsste ich im Prinzip meinen Input einmal von vorne bis hinten durchgehen und jeweils schauen, okay, was sind die größten x-Werte plus die Breite. Damit habe ich quasi die, wie weit sich das Array in x-Richtung ausdehnt und müsste das nochmal genauso machen mit den y-Werten. Das heißt, ich müsste hier einmal komplett durchlaufen und müsste dann nochmal von vorne anfangen, um die eigentlichen Einträge zu machen. Und zweitens machen wir unsere ganze Verarbeitung ja schon während dem Einlesen der eigentlichen Zeilen. Nee, das Fabric ist nicht 1000 mal 1000, oder? In dem Text steht, at least 1000 inches on each side. Das heißt, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass da weniger als 1000 rauskommt. Aber mich interessiert das jetzt, was da tatsächlich rauskommt. Deswegen lassen wir nochmal einen Check mitlaufen. Das ist kein Const. Let max x ist 0 und let max y ist auch 0. Und jetzt sagen wir einfach hier jedes Mal, wenn wir da einen Eintrag reinmachen, max x ist und dann der höchste Wert von entweder was aktuell in max x drinsteht oder unser jetziges x. So. Und das gleiche machen wir hier oben auch noch. Max y ist math.max max y, y. Das heißt, wir tracken quasi mit, was sind so die größten x und y Werte, die wir haben.
Und dann würde ich mir das gerne tatsächlich am Schluss ausgeben lassen. Und dann schauen wir mal, ob das mit 1000 mal 1000 funktioniert. Also wenn du sagst, du hattest mit 1000 mal 1000 gearbeitet und die Lösung war korrekt, dann ist cool. Ich gucke mal, ob das bei mir tatsächlich auch so ist. Wenn, dann hätte ich es schön gefunden, wenn sie das in der Aufgabe ein bisschen deutlicher formuliert hätten, weil da steht halt für mich at least. Ja? Das heißt, es kann eigentlich schon größer sein. Aber schauen wir mal. So, Epirat hat noch gesagt, ich kann sagen 2 in my array. Probieren wir das auch mal auf. Das heißt, ich, statt zu sagen type of is undefined, kann ich sozusagen sagen if y in fabric. In dem Fall muss ich natürlich sagen if not y, also if y not in fabric. Ne? Die Klammern kann ich hier eigentlich weglassen, ne? Wahrscheinlich. Aber weil das in wahrscheinlich höhere Priorität hat als das Ausrufezeichen da vorne dran. Aber ich finde, das sieht immer so unleserlich aus. Deswegen schreibe ich das lieber mal dazu. Und hier unten kann ich also auch sagen, ist das so? Also, da müssen noch Klammern drum, sonst heißt es false in my array. Lass uns das mal kurz checken. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Konsole auf. Und sage irgendwie, let array ist was auch immer. Und dann kann ich sagen, 5 in array, das ist false, alles klar. Dann kann ich zum Beispiel array 5 ist irgendwas. So, jetzt wenn ich jetzt sage, 5 in array, dann ist das true. Wenn ich jetzt sage, Ausrufezeichen 5 in Array, dann ist das false. Okay, du hast recht. Na gut, na gut. Das ist schade. Das ist schade, aber gut, dann habe ich ja mit den Klammern sogar recht hier. Das heißt, ich kann jetzt sagen, if not x in Fabric Y. So, muss ich auf die Klammern aufpassen. Das sitzt hier zu. Alles klar. So, das heißt, wir haben jetzt auch ein Max X und ein Max Y. Und wenn wir jetzt da einmal die Zeilen komplett fertig eingelesen haben, würde ich jetzt an der Stelle einfach mal mir das Ergebnis ausgeben lassen, wie groß mein Max X und mein Max Y ist. Das heißt, ich sage jetzt mal console.log Max X und Max Y. So. Und dann gehen wir mal nach 03 und sagen Node das und rein kommt Input.text. Ah ja, schau an. 999 und 998. Das heißt, 1000 mal 1000 hätte definitiv auch funktioniert. Cool. Also, wie gesagt, ich finde die Formulierung, die Sie da gemacht haben, the whole piece of fabric is a very large square at least 1000 inches on each side. Klingt für mich halt nicht so, als könnte ich mich darauf verlassen, dass es maximal 1000 inches sind. Deswegen lassen wir das jetzt einfach erstmal so. So wahnsinnig viel komplizierter hat es den Code ja jetzt auch nicht gemacht. So, und jetzt ist die Frage, wie viele Quadratzentimeter haben mehr als einen Claim drauf. Naja, ein Quadratzentimeter ist bei uns also nicht ein Quadratzentimeter, ein Quadratinch natürlich, ist bei uns sozusagen einfach eine Zelle in unserem verschachtelten Array. Das heißt, wir müssen jetzt einfach die zählen, bei denen mindestens 2 drin steht. Das Lustige ist ja, warte ab, wir könnten das eigentlich schon on the fly machen, oder? Also man kann jetzt prinzipiell hergehen und sagen, okay, wir sind jetzt fertig mit dem Einlesen, haben das ganze Ding, jetzt gehen wir nochmal unser Array durch und schauen einfach überall, wo mehr drin steht als 1 und geben das aus. Aber im Prinzip kannst du das ja schon in dem Moment machen, wo du die Schleife laufen lässt. Sprich, wenn da schon was drin steht, dann ist da schon jemand drin, dann addieren wir einfach 1 drauf. Ja. Let Multiclaims haben wir erstmal 0.
Ich lasse das jetzt aber trotzdem mal. Muss mal husten. Ich lasse das jetzt aber trotzdem mal so, dass wir die Anzahl Claims da erstmal mitschreiben. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Das heißt, was ich. Muss ich jetzt ein if quasi außen rum bauen, dann doch. If. Jetzt kann ich aber sagen, if x in Fabric. So. Ne, in Fabric y natürlich. Dann Fabric y x ist. Dann ist es Fabric y x plus. Achso, guck mal. Wenn da schon was drinsteht, kann ich sogar hier einfach nur sagen plus plus. So. Und ansonsten ist Fabric y x gleich 1. Jetzt kann ich aber nicht hier einfach hergehen und sagen Multiclaims plus plus. Sondern wenn quasi es dann drei Claims geben würde auf dasselbe Stück Stoff, dann würde ich ja quasi zweimal plus 1 addieren. Das heißt, ich darf es im Prinzip nur dann machen, wenn in der Zelle schon 1 drinsteht. Genau der Wert 1, wenn es auf dem Ding bereits genau ein Claim gibt und ich jetzt den zweiten einführe, dann habe ich an der Stelle ein Multiclaim, eine Zelle mit einem Multiclaim. Für alle anderen zählt es dann nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier sagen, na, ist das schön? Ich weiß noch nicht so genau. Ah, warte, das lässt sich ja verbinden. Na, ich habe jetzt hier einmal, ich kann jetzt hier sagen, if Fabric das ist gleich 1, dann Multiclaims plus, plus plus. So. Damit mache ich mir jetzt hier auch zunutze, dass plus plus den Wert da drin erst dann erhöht, wenn es quasi fertig ausgewertet wurde. Das heißt, wenn da jetzt aktuell 1 drin steht und ich jetzt plus plus mache und dann quasi 2 reinschreiben werde, dann ist trotzdem der Rückgabewert von diesem Ausdruck hier immer noch 1. Das Gegenteil davon wäre quasi, wenn ich sage plus plus Fabric, dann wird erst das Erhöhen um 1 gemacht und dann der Wert zurückgegeben. Das heißt, dann müsste ich hier checken, ob da 2 drin steht. Aber so finde ich es einfacher. Das heißt, ich check, steht da 1 drin, erhöhe es gleich und mache dann mein Multiclaims plus plus. So. Das heißt, ich kann jetzt hier mal die Multiclaims ausgeben lassen, wie viele ich denn habe. So. Muss man mal überlegen, ne? Ich habe jetzt hier 1000 mal 1000. Ist 1.000.000. 109.000 Felder davon sind mehrfach geclaimt. Klingt realistisch. Probieren wir das mal aus. Paste. Submit. Richtig. Yay. Okay. Dann schauen wir uns mal Part 2 an. Ne, warte. Bevor ich guck nicht, So. Wurde das gerade im Taschenrechner eingegeben? ja, weil ich so ein bisschen verwirrt war, weißt du? Weil du hier in der Ausgabe drin stehen hast, wo ist der Taschenrechner? Nee, hier ist, wo ist die Ausgabe? Da ist die Ausgabe. Weil das hier so 109.000, weißt du, das fing mit 1.0 an und da war ich mir ein bisschen unsicher. So, wenn ich 1.000 mal 1.000 habe, sind es dann 100.000 oder ist es mehr? Als in dem Moment, wo ich es in den Taschenrechner eingegeben habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es 1.000.000 sein müsste, aber es hat sich ein bisschen verunsichernd angefühlt. Deswegen mache ich das lieber mit dem Taschenrechner. So, okay, das heißt, wir können jetzt hier erstmal einen Commit draus machen. Ne? Packen wir das mal da rein und committen das mal und sagen 2018.03a.
Commit und Push. Zack. So. Okay, dann können wir jetzt mal die zweite Aufgabe uns angucken. Amidst the chaos, you notice that exactly one claim doesn't overlap by even a single square inch of fabric with another claim. If you can somehow draw attention to it, maybe the elves will be able to make Santa's suit after all. For example, in the claims above, only claim 3 is intact after all claims are made. What is the ID of the only claim that doesn't overlap? Das ist eigentlich relativ einfach zu bauen mit dem, was wir jetzt haben. Dafür mache ich hier mal. Es rentiert sich eigentlich fast nicht, nochmal extra eine Kopie davon zu machen. Ich mache jetzt trotzdem mal eine Kopie. Vielleicht liege ich ja falsch. Weil im Prinzip müsste ich eigentlich nur schauen. Ah, nein, das geht nicht. Meine Idee war jetzt herzugehen und zu sagen, okay, wenn dieses Claim hier quasi durch die Schleifen durchgegangen ist und kein einziges Mal sozusagen auf eine Stelle gestoßen ist, an der schon ein Claim ist, dann ist das das richtige Claim. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Das ist beim ersten Claim schon korrekt. Ja? Also da ist ja bislang alles leer. Das heißt, es würde nicht mit irgendwas anderem überschreiben. Macht keinen Sinn. Das heißt, ich muss tatsächlich am Ende nochmal meine Liste durchgehen. Mit den ganzen Claims, die ich gemacht habe. Und dann nochmal schauen, welches jetzt am Schluss noch übrig geblieben ist. Schade. Na gut. Aber was soll's. Da müssen wir jetzt unser Array nur ein bisschen umbauen, finde ich. Und zwar auf die Art, dass wir nicht einfach zählen, wie viele Claims es gibt, sondern jetzt müssen wir uns natürlich auch die IDs merken. Das heißt, wir schreiben jetzt hier rein Fabric. Fangen wir vielleicht hier erstmal unten an. Wenn es das X in dem Fabric noch nicht gibt, dann legen wir es neu an. Ja? Das heißt, wir sagen Fabric Y von X ist jetzt nicht 1, sondern ist jetzt die ID von unserem Claim. Das heißt, auch hier können wir wieder auf das Match da oben zugreifen. Match.groups.id, ne? Hatten wir hier mit dem regulären Ausdruck. Uns die ID gemacht. Auch hier schreibe ich wieder Plus vorne dran. Einfach damit ich keinen String speichere, sondern einfach nur eine Number, in der Hoffnung, dass das weniger Platz frisst. Das kann hier quasi weg. Und hier unten ist es dann im Prinzip nur Fabric YX. Wissen wir jetzt, dass es schon ein Array ist. Das heißt, wir können einfach sagen Push und einen neuen Wert anhängen. Und zwar in dem Fall match.groups.id wieder. So. Und jetzt müssen wir am Schluss, hier am Schluss, wunderbar, müssen wir im Prinzip nur nochmal durchgehen und quasi was müssen wir finden? Wir könnten jetzt alle Claims durchgehen. Macht vielleicht am meisten Sinn, oder? Das heißt, wir gehen jetzt her, Multiclaims brauchen wir nicht mehr. So, machen dafür mal ein Set auf und sagen, Claim-IDs, nee, wir nennen es einfach mal No-Overlap. Das ist ein neues, und das ist kein Set, sondern es ist ein Set. Doch, eigentlich ist es ein Set. Und dann schreiben wir da jeweils erstmal jedes jede ID rein, die wir gesehen haben.
Das heißt, wir sagen noOverlap.add und dann unsere match.groups.id. So. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste von allen IDs, von diesen ganzen Claims, die wir haben. Und jetzt müssen wir an der Stelle nur noch hergehen und sagen, wir gehen die jetzt durch, das komplette Array, for let x gleich 0, solange x kleiner ist als, oder kleiner gleich ist als max x, sagen wir x plus plus. Wieso gehe ich jetzt eigentlich mit x zuerst durch? For let y ist kleiner gleich max y. Y plus plus. Soweit so gut. Zack. Jetzt gehen wir quasi unser Array durch und jetzt müssen wir schauen, wenn Vorsicht. Es kann natürlich sein, bei relativ hohen x- oder y-Werten, wir initialisieren die ja nicht immer irgendwie auf 1000 breit und 1000 hoch. Ja? Das heißt, es kann sein, dass es leere Stellen quasi gibt in dem Array. Da müssen wir jetzt ein bisschen drauf aufpassen. Das heißt, if y in Fabric und ne, was das kann eigentlich nach oben. So. If y in Fabric, dann brauchen wir die innere Schleife, ansonsten brauchen wir die gar nicht. Dann gibt es das einfach nicht. Und hier müssen wir natürlich sagen, if x in Fabric y. So, wenn es das gibt, das ist schön verschachtelt hier, ne? Da müssen wir jetzt an der Stelle gucken, bei diesem Array, was hier drin steht, wie lang ist das? Wenn da mehr als ein Eintrag drin steht, können wir alle Claims, die da drin stehen, direkt aus unserem Set rausschmeißen, weil wir dann wissen, okay, die konflikten auf jeden Fall miteinander. Das heißt, if fabric yx.length ist größer als 1. Kannst du das nicht schon beim ersten Durchlauf machen, wo du die Einträge machst? Ne, den Gedanken hatte ich ja gerade selber eigentlich. Das Problem ist aber, wie willst du in dem Moment, wo du quasi ein Claim dahin setzt, wie kannst du denn erkennen, ob dieses Claim am Schluss oder später nochmal von irgendwas anderem überschrieben wird? Dann hat das Claim selber ja, das kann zwar nichts dafür, ja, und war eigentlich ganz brav und hat sich auf eine Stelle gesetzt, an der noch frei war, wurde dann aber später überschrieben. Und von daher hilft das nicht. Wäre jetzt so mein Ansatz, außer dir fällt irgendwie was Besseres ein. In der Zwischenzeit mache ich hier mal weiter. Das heißt, wenn das größer als 1 ist, dann muss ich im Prinzip alle Dinge, die da drin stehen, aus meinem Set rausholen. Das heißt, for let claim of set. Okay. Nicht of set. Of fabric yx. Da stehen ja die IDs von den einzelnen Claims drin. Und dann können wir sagen, noOverlap.deleteClaim. Das schmeißen wir quasi raus aus unserem Set. So, und wenn wir das hier alles durchgelaufen sind, könnten wir sagen console.logClaim. Ne, nicht Claim. noOverlap. Und da sollte jetzt eigentlich nur noch ein Eintrag drin stehen. Schauen wir mal. 504. Die Spannung steigt. 504. Submit. Bing. Okay. Erledigt. Tag 3 ist durch. Wunderbar.
Vielen Dank fürs Mitdenken. Machen wir hier noch irgendwas aufräummäßig? Müssen wir noch irgendwas tun? Also als erstes Mal müssen wir hier noch einen Commit draus machen. Habt ihr Fragen zu irgendwas? Werte schreibt, ich habe bei den beiden Parts eine andere Lösung bekommen. Frag mich, ob die Dateisätze für jeden Teilnehmer separat generiert werden. Ja, das ist so. Das hatte ich an Tag 1 auch im Stream erwähnt, dass ich da großen Respekt davor habe, vor der Person, die dieses Advent of Code eigentlich gebaut hat. Das ist irgendwie ein Typ mit, ich glaube, noch irgendwie zwei, drei anderen, die ein bisschen unterstützend oder testend oder sowas da mitmachen. Aber ansonsten ist das quasi ein Typ und der denkt sich nicht nur die Aufgaben aus, sondern der muss sich tatsächlich halt auch Code ausdenken, muss sich tatsächlich Code ausdenken, um überhaupt diese Eingabedaten zu generieren. Ja? Das heißt, du musst jetzt hier erstmal Code bauen, der dafür sorgt, dass es tatsächlich nur ein Claim gibt, dass diese Anforderung erfüllt, dass es nicht überdeckt wird, ja, oder dass es nicht konfliktet mit irgendwas anderes. Das heißt, du musst nicht einfach irgendwie random Rechtecke generieren, sondern du musst dafür sorgen, dass eins von deinen random Rechtecken tatsächlich auch nicht überdeckt wird. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Könnte man sich jetzt mal überlegen, wie machen wir das am besten? Wie würde ich sowas machen? Wie würde ich sowas machen? Ich würde, glaube ich, zu Anfang, ja, so würde ich das machen. Ich würde zu Anfang definieren, wie viele ich generieren will. Zum Beispiel eine zufällige Anzahl. Wie viel haben wir denn jetzt gerade? WC für Word Count, was aber auch Zeilen zählt. Ich habe in meinem Input 1300 Zeilen. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, ich generiere irgendwas zwischen 1000 und 1500 Claims, würde ich mir vorher überlegen. Und dann denke ich mir eine ID davon aus, die würfel ich random und merke mir und sage mir, dieses Ding darf nie überlappt werden. So. Und dann generiere ich irgendwie meine random Claims. Und in dem Moment, wo ich das mit dieser ID generiere, beziehungsweise das kann ich theoretisch auch zuerst generieren, in dem Moment, wo ich das mit dieser ID generiere, genau, ich generiere das, schreibe das dann da rein und bei allen anderen, die random generiert werden, die dürfen das nicht überschreiben. Und damit am Schluss irgendwie tatsächlich klar ist, okay, dieses Claim überlappt sich mit nichts anderem. Und so würde ich das eigentlich machen. Können wir vielleicht gleich nochmal ausprobieren. schauen wir mal. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt hier noch einen Commit draus machen. Runner fragt, ob ich der Tutor für seinen Informatikkurs sein kann. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang Vorlesungen gegeben. Das war aber eigentlich nicht für Informatikstudium, sondern die haben, was haben die studiert? Medienmanagement und Kommunikation. Das war ein duale Hochschule-Studiengang. Servus Lukas. Und da habe ich erst im Zweitsemester so ein bisschen Einführung in Informatik und in Hardware und Software gegeben. Das war eigentlich auch ganz spannend. Mache ich inzwischen nicht mehr. Aber was ich tatsächlich überlegt habe, wäre jetzt vielleicht so ein bisschen backgroundmäßig von mir, was mache ich eigentlich gerade beruflich, warum sitze ich hier und sonst irgendwas. Ich war die ganze Zeit quasi angestellter Entwickler und bin jetzt aktuell freigestellt und bin auf der Suche nach was Neuem und überlege tatsächlich, ob ich vielleicht freiberuflich sozusagen on-demand Leute unterstützen soll bei irgendwas. Es gibt diverse Seiten im Internet, wo du dich registrieren kannst als Mentor oder so. Und dann kannst du quasi auf Zeitbasis, also irgendwie auf Viertelstundenbasis oder sowas, kannst du Leute bei irgendwelchen Programmierfragen oder kleinen Projekten oder sowas unterstützen, ja? Und kriegst dann da quasi Geld für.
Das ist sowas, was mich tatsächlich interessieren würde zu machen. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall über das Feedback, dass ich offensichtlich hier ein bisschen den Kram tatsächlich gut vermittelt kriege, weil das wäre dann auch so mein Kriterium. Du willst halt den Leuten dann schon irgendwie auch wirklich helfen können bei dem, was sie machen, ja, und erklären können und nicht einfach nur so, ja, ich programmiere das jetzt für dich runter. Von daher ist das hier vielleicht so tatsächlich auch so ein bisschen Übung. Also, ich kann mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen, weil dann halt einfach irgendwie random Leute auf dich zukommen und sagen, ich habe hier folgendes Programmierproblem, erklären dir kurz das Problem und dann sagst du, okay, dann lass uns jetzt mal hier zusammensetzen. Das heißt, du hast so einen Videochat mit denen, Bildschirmfreigabe und so weiter und dann könnt ihr zusammen quasi daran arbeiten. Und du wirst dann quasi nach Zeit bezahlt. Fände ich interessant, will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Vielleicht sogar schon diesen Monat. Ich werde euch auf jeden Fall erzählen, was dabei rauskommt. Walibu fragt, hat die dritte Aufgabe auch zwei Parts? Sie geht jetzt schon richtig ab. Ja, die hat auch zwei Parts. Wir haben gerade beide Parts gelöst. Das heißt, gehen wir mal zurück. Drei, ich habe zwei Sterne. Also jede Aufgabe für jeden Tag hat zwei Parts. Und ich habe quasi, also deine Lösung ist eh anders, ja. Also ich habe hier 109.000 rausbekommen für die erste und 504 für die zweite. Von daher viel Erfolg beim Lösen. Ich fand es gar nicht so schwierig. Du kannst, wenn du möchtest, dich gerne an meinem Code orientieren. Aber ich sag mal, ich wär an deiner Stelle, glaube ich, eher so. Ich will das jetzt erstmal selber probieren. Ich mache jetzt mal einen Commit erstmal aus dem zweiten Teil, den ich hier gerade gebastelt habe. Nee, das war falsch. Das war richtig. Und dann haben wir quasi hier die B mit drin. So. Also pushen wollte ich das natürlich auch noch. So. Das heißt, das könnt ihr prinzipiell benutzen, wenn ihr einfach die Ausgabe haben wollt oder das Ergebnis haben wollt. Aber natürlich ist Sinn und Zweck bei Advent of Code, den ganzen Kram selber zu lernen. Ja, Lukas, Runner, ihr habt natürlich recht. Also programmieren kann man lernen. Klar kann man sagen, du bist da vielleicht irgendwie mehr oder weniger talentiert für. Aber ich sag mal, in so einem gewissen Rahmen kannst du es trotzdem lernen. Also es gibt Leute, denen sehe ich teilweise beim Coden zu und denke mir, alter Falter, nicht übel, ja. Und da ist auch zu mir noch irgendwie jetzt ganz massiv Abstand, ja, und hab ich großen Respekt für. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich besonders toll am Coden bin, ja. Was ich halt habe, ist Erfahrung. Und das ist der zweite wichtige Teil eigentlich beim Coden. Es hilft alles nichts, wenn du dich da irgendwie jahrelang einliest und irgendwie Theorie paukst und sonst irgendwas. Sondern wichtig ist eigentlich, dass du, naja, was heißt wichtig? Klar ist Theorie nicht unwichtig, aber es hilft wahnsinnig, wenn du es einfach machst. Je mehr du codest, desto mehr Erfahrung hast du, desto öfter hast du so den Punkt, wo du sagst, hier, ich habe das und das schon mal irgendwie gesehen, ja, und kann da das Problem lösen. Und von daher ist Erfahrung so der andere große Teil beim Programmieren. Und das kommt einfach mit der Zeit. Das ist, keine Ahnung, mein Mathelehrer hat früher immer gesagt, von wegen, Mathematik ist wie Hämmern lernen oder sowas, ja, oder wie wenn du einen Schrank bauen willst oder irgendwie Holz verarbeiten, ja. Du kannst dich irgendwie 5 Jahre neben einen Schreiner stellen und zugucken, was der macht. Aber damit du es selber kannst, reicht es nicht, wenn du die ganze Zeit nur zugeguckt hast, sondern du musst es machen. Und das ist beim Programmieren auch unglaublich wichtig. Das heißt, ihr könnt den ganzen Tag in Twitch sitzen und quasi Leuten zugucken. Aber das Wichtigste ist dabei, dass ihr es selber macht und dass ihr selber
auf Lösungen kommt und dass ihr selber wirklich diese lernt, wie ihr Probleme runterbrecht auf kleinere Teile und dann da die Lösung draus macht. Da hilft es wahnsinnig, wenn ihr jemanden habt, den ihr Sachen fragen könnt. Oder die Person muss noch nicht mal irgendwie super gut sein, ja, sondern meistens reicht es aus, wenn die Person auf demselben Level ist wie ihr. Und dann fragt ihr einfach was und dann unterhaltet euch drüber und dann allein schon dadurch, dass einfach zwei Menschen da zusammensitzen, kriegt ihr ganz schnell so den Punkt, wo ihr sagt, ah ja, guck mal, das wäre doch ein Ansatz, ja. Hatten wir jetzt hier im Stream auch schon. Also ich bin auch teilweise begeistert davon, so wirklich so ein, dass dann im Chat irgendwie Vorschläge kommen, so, hey, so und so könntest du es doch machen, ja. Und dann so, ja klar, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Gestern hatten wir den Fall, dass jemand irgendwie ein Ergebnis quasi mir zugeschickt hat, das funktioniert hat und ich konnte nicht erklären, warum. Warum funktioniert das? Ja, aber war geil. Ja, weil einfach Leute denken unterschiedlich und dementsprechend hilft das. Ich muss es mal so ein bisschen im Chat nochmal nachlesen. Hab Aussetzer. Okay, ich muss mal gucken. Die Internetleitung hier ist nicht die beste. Ich lasse aber auf jeden Fall eine Aufzeichnung mitlaufen. Das heißt, es gibt das alles als Aufzeichnung auf Twitch, beziehungsweise wenn die Aussetzer tatsächlich auch mit drin hat, gibt es das auch als Aufzeichnung auf YouTube, nochmal sogar in ein Stückchen besserer Qualität. Ist also auch da, kann ich auch, packe ich auch unter die Videos, das macht eigentlich Sinn, ich packe das unter die Videos in Twitch am besten auch nochmal drunter und verlinke auch meinen YouTube-Kanal. Dann könnt ihr die da auf jeden Fall in guter Qualität nochmal nachsehen und ohne Aussetzer. Man muss halt gut komplex denken können. Ja, jein. Jan. Also ich glaube, was du meinst, ist so komplizierte Sachverhalte sich irgendwie vor Augen führen können und da dann irgendwie eine Lösung finden. Aber ich glaube, was fast noch wichtiger ist, ist, dass du es schaffst, Dinge runterzubrechen in kleine Teile. Dass du, wenn du vor so einer Aufgabe sitzt, wie, keine Ahnung, wie viele Claims gibt es auf diesem Stück Stoff, ja, dass du dann wirklich hergehen kannst und sagen kannst, okay, was muss ich dafür eigentlich machen? Hau ich da jetzt alle Claims drauf? Wie hau ich eigentlich alle Claims drauf? Was ist das, ja? Und dass du wirklich dann erstmal überlegen musst, okay, ich muss erstmal alle Claims einlesen, muss die dann auseinandernehmen in so Dinger, ja, und dann muss ich jetzt sozusagen für jeden Claim, für jedes X und jedes Y da durchgehen und da jeweils eine Zahl reinschreiben. Und wenn du sowas hast, dann ist das, glaube ich, hilfreich. Und sowas hilft auch einfach beim Programmieren. Oder was zum Beispiel auch hilft, was viele Leute machen, ist hergehen und sich erstmal so einen groben Überblick hinschreiben, was das Programm eigentlich tun soll. Ja? Das heißt, die gehen dann her und sagen, okay, als erstes muss ich irgendwie einlesen und dann muss ich Claims eintragen und dann muss ich Duplikate finden. Ja, du schreibst das dann wirklich einmal so als Funktionen untereinander. Und dann kannst du anfangen, diese einzelnen Funktionen zu bauen. Und in den Funktionen kannst du dann selber nochmal sagen, okay, wenn ich eine Funktion habe, einlesen, ja, dann kannst du in der Funktion selber das nochmal auseinandernehmen. Das heißt, sowas wie, keine Ahnung, Zeile aufteilen, ja, in die einzelnen Bestandteile und dann sonst irgendwas, ja. Das heißt, sowas hilft dabei teilweise auch. Kommt immer drauf an, probier aus, was für dich am besten funktioniert. So, noch mehr Chat. Warum nicht? Das grobe Konzept ist ja schon da. Du musst es dann nur an die Eigenheit der Sprache anpassen. Es wird in der Aufgabenstellung auch gesagt, dass jeder seine Lieblingssprache verwenden kann. Ah, das bezieht sich auf die Frage, denkst du, es ist möglich, diese Aufgabe im normalen Java zu schreiben? Absolut. Also, du kannst prinzipiell diese ganzen Aufgaben in fast jeder Sprache lösen, würde ich sagen.
In manchen ist es wahrscheinlich einfacher und in manchen ist es schwieriger. Es gibt auch, wenn du jetzt zum Beispiel reddit.com/r/adventofcode, auf Reddit gibt es quasi eine Community, die dieses Advent of Code gemeinsam bearbeitet. Und da gibt es dann auch immer ein Thread mit Lösungen für Tag 3. Und dann gibt es Leute, die bauen das in, keine Ahnung, was gibt's lustig? Hier, in Minecraft, ja? Also, da bin ich jetzt auch ein bisschen raus. Ich habe das letzte Mal, keine Ahnung, vor 5 bis 10 Jahren irgendwie Minecraft gespielt. Aber das ist dann auch so, und da gibt es ja irgendwie diese ganzen Redstone-Konstrukte und sonst irgendwas. Und dann kannst du versuchen, die Logik in irgendwie Minecraft zu bauen. Leute, die machen das in Python. Okay, das ist in Java. Ich habe auch irgendwo jemanden gesehen, der hat das in Vim gelöst. Also nicht in Vim-Skript, in der Sprache, in der man quasi Vim konfiguriert und skripten kann, sondern in Vim-Befehlen. Das war auch ziemlich fancy. Das heißt, prinzipiell kannst du das in allen möglichen Sprachen machen. Bei mir ist es jetzt halt aktuell, ich möchte mein JavaScript verbessern, deswegen mache ich es in JavaScript. Ich könnte das genauso gut zum Beispiel in PHP machen oder in Python machen oder in, keine Ahnung. Ich meine, man kann sich dann natürlich auch irgendwie, ich sag mal, eine Challenge setzen und sagen, okay, ich will das in, keine Ahnung, Bash oder in C. Na gut, C ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schwierig, ja. Und lauter solche Sachen, ja. Du kannst dir irgendeine Sprache aussuchen und versuchen, das da drin zu bauen. Also klar. Geht, warum nicht? So, Lukas schreibt, damals gab es ein Spiel in C64 mit Buch, so man was machen konnte und mit Buch. Das finde ich gut, aber das ist schon sehr lange her und weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Auch teilweise, wie man was macht und wie man da hinkommt. Okay, ja, also da gibt es bestimmt auch haufenweise Bücher und Tutorials online und sowas, ja, wo sie dir halt auch Aufgaben stellen. Und dann halt auch erklären, wie du die löst. Habe ich jetzt aktuell nichts im Kopf, wo man das machen könnte. Aber ja, klar. Für mich ist halt Advent of Code, ich brauche im Prinzip gerade niemanden mehr, der mich an die Hand nimmt und sagt, so und so kannst du das lösen. Und wenn doch, habe ich euch. Sondern ich will einfach selber so ein bisschen ausprobieren, okay, was sind so die Lösungen und auch einfach fit werden in der Sprache und mehr damit benutzen. Ja, ich habe jetzt heute dieses Y in Fabric zum Beispiel, ja, war sowas. Das hatte ich bestimmt schon mal gelesen, ja. Ich mache jeden Tag mache ich Werbung für JavaScript.info, heute auch wieder. Die haben sehr gute Übersicht, sehr guten Einstieg in modernes JavaScript. Da habe ich das bestimmt auch drin gelesen, dass das so funktioniert. Nur, das bleibt halt erst dann wirklich sitzen, wenn du das auch aktiv benutzt und wenn du das schon mal gemacht hast und wenn du es 2, 3, 4 Mal gemacht hast. Klar, in Brainfuck. Du kannst es in Brainfuck bauen, ja. Wer Brainfuck nicht kennt, das ist eine sehr lustige Sprache. Brainfuck. Die hat im Prinzip, das sind die ganzen Instruktionen, die es in Brainfuck gibt. Ja, Pfeil nach rechts, Pfeil nach links, plus, minus, Punkt, Komma, eckig, Klammer auf. Danke, Wikipedia. Dann eckige Klammer zu. Und das ist alles. Und damit kann man vollständige Programme schreiben. Es dauert nur ein bisschen länger. Ja, also hier ist irgendwie Hello World zum Beispiel, ja, wo irgendwie das ist die Schleife, mit der dann quasi der Text ausgegeben wird und dann, oder zur Vorbereitung irgendwie. Und dann HEL. Und nochmal L und O und das ist schon fancy, was die da machen. Ja, wenn du dir das als Challenge quasi setzen willst, do it. Könntest du was empfehlen? An Tutorials jetzt oder was? Ich muss jetzt gerade selber mal, ich bin eigentlich mal gespannt. Wie viel Lag haben wir eigentlich gerade drin? Ah ja, guck, so lange ist eigentlich gar nicht, ne? Also ich kann meine. Nee, warte, stimmt natürlich nicht. Wenn ich im OBS jetzt meine Chatnachricht sehe, dann ist das klar, dass ihr die gleichzeitig seht. Bin gespannt,
Wie viel Leck ich gerade drin habe? Wahrscheinlich schon ein bisschen. Genau, ja, Brainfuck ist lustig. Das machen wir heute aber nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist mir zu kompliziert. Was wir jetzt machen könnten. Warum ist die Datei hier modifiziert? Was wir jetzt machen könnten, wäre tatsächlich mal so testen, ob wir die Generierung hinkriegen. Machen wir doch mal neues File 2018. Nee, wir nennen es einfach doch, wir nennen es 2018 03 generate.js. Oh Gott, das ist eine große Frage. Wie hast du eigentlich Programmieren gelernt? Ich habe damals Programmieren gelernt, da war ich irgendwie 6, 7, 8 oder sowas, habe ich angefangen. Also Programmieren kann man das eigentlich noch nicht so wirklich nennen. Ich habe damals mit einem Atari 800 XL oder sowas, dürfte das gewesen sein, warte mal. Atari 800 XL. XL. Macht das jetzt einen Unterschied, wenn ich das dahinter packe? Genau, so eine Kiste. Die hat damals mein Vater gehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der damit gemacht hat. Aber da konntest du halt oben so Spiele-Cartridges reinstecken, okay. Du konntest auch ein Kassettenlaufwerk anschließen mit irgendwie Software drauf, meistens auch irgendwie Spiele. Aber das Ding hatte auch ein Basic mit drin, also Atari Basic, Atari Basic. Genau, das, ja, Dankeschön. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja. Und damit habe ich angefangen, quasi Programmieren zu lernen. Aber auch mehr so, also meine Programme waren eigentlich hauptsächlich Print, 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 Print. Und dann habe ich Run eingetippt und dann hat es mir die Ausgabe oder das, was ich irgendwie vorher eingetippt hatte, wieder ausgegeben. Das war schon mal sehr cool. Und dann bin ich irgendwann ein Stück weitergegangen und habe halt so Sachen gemacht, wo du Dinge eingibst und sie rechnen dir irgendwas aus oder irgendwelche Rätselspiele. Was man irgendwie natürlich immer gerne macht, ist sowas wie der Computer denkt sich eine Zufallszahl aus und du musst sie raten und er sagt dir immer größer oder kleiner oder so irgendwas. Ja? Also so mit so kleinen Sachen. Ich habe relativ lange tatsächlich Basic gemacht. Hier dieses Atari Basic. Danach hatte ich so ein oh, wie hießen die denn? So eine Firma, die so Lerncomputer gemacht hat. Irgendwas mit Tech. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas mit Tech. X-Tech, nee. Ah, wie heißen die? Keine Ahnung. Die hatten so einen kleinen Lerncomputer mit so einem 2-Zeilen-LCD-Display. Da habe ich dann auch irgendwelche Programme aufgeschrieben. Dann ging das weiter, dann hatte ich irgendwie, mein erster Rechner war so ein 386er. Ja, da habe ich dann in QBasic unter DOS noch irgendwie Sachen programmiert. Und dann habe ich mal gesagt, so, ich hätte jetzt eigentlich gerne die Möglichkeit, da wirklich ja ausführbare Programme, die man dann als Exe-Datei weitergeben kann, draus zu machen. Ja, dann kam ich zu Power Basic und von Power Basic zu Visual Basic, dann unter Windows und dann habe ich irgendwann aufgehört, Basic zu machen und habe, glaube ich, mit PHP weitergemacht, weil ich dann irgendwie so an dem Punkt war, oh, lass mal Webseiten machen. Zwischendurch habe ich dann C und Assembler gemacht, abgefahrenerweise. Das war so die Zeit, wo man irgendwie auf dem Schulhof Spiele auf gebrannten CDs hin und her kopiert hat. Und dann waren dann auch immer irgendwelche Cracks dabei, damit die ohne CD laufen und was nicht alles. Ja, und diese Cracks haben mich dann interessiert. So, wie macht man eigentlich sowas? Das heißt, dafür habe ich dann angefangen, Assembler zu lernen, um Code auseinandernehmen zu können. Hab damals zum Beispiel ein Node-CD Crack geschrieben für Quake 3 Arena.
Und da war ich total stolz drauf. Das war auch lustig eigentlich. Ja? Du musstest halt quasi so den Punkt finden, wo es, konntest dann so durchsteppen und dann so Breakpoints setzen und so an der Stelle halt das Ding mal an. Und hast dann quasi versucht herauszufinden, okay, an der Stelle kommt jetzt die Fehlermeldung, dass die CD nicht drin liegt. Jetzt gucke ich mal, was für Code vorher gelaufen ist. Ja? Und dann konntest du so ein bisschen rumschauen, okay, da war so ein Aufruf und dann war halt so ein Vergleiche das mit das und das. Wenn das nicht gleich ist, springe dorthin. Und ansonsten läuft der Code weiter. Und dann habe ich das einfach umgeschrieben, habe gesagt, wenn das gleich ist, springe dorthin. Und habe das mal laufen lassen. Und dann, ciao Anna. Und dann stellt sich raus, okay, jetzt funktioniert das plötzlich ohne CD. Ja? Und da habe ich die CD wieder eingelegt und es hat nicht mehr funktioniert, weil ich den Vergleich ja so umgebaut habe, dass da stand vorher, wenn das nicht gleich ist, spring dorthin. Und jetzt hatte ich hingeschrieben, wenn das gleich ist, spring dorthin. Das heißt, es war jetzt so gebaut, wenn die CD drin liegt, schlägt der Check fehl. Und das ganze Ding funktioniert nicht. Das heißt, muss ich nochmal umschreiben, dass es quasi ohne überhaupt irgendwie das Ergebnis von dem Vergleich zu konsultieren, dann einfach an der entsprechenden Codestelle weiterläuft. Oder so Zeug. Ja, wie ist das bei euch eigentlich? Wie programmiererfahren seid ihr denn? Was macht ihr so oder wie habt ihr Programmieren gelernt? Ich gehe hier gerade mal wieder hier rüber. E-Pirat schreibt, ich habe richtig Programmieren Grundlagen tatsächlich in der Schule gelernt mit Pascal. Oh ja, Pascal haben wir auch gemacht. Ja, aber das Problem in der Schule war halt immer, die Lehrerinnen und Lehrer, die das quasi gegeben haben, die hatten nicht so richtig viel Plan gefühlt. Aber stimmt, ich kann mich erinnern, dass wir damals auch C++ gemacht haben. Das hat mein Mathelehrer, der konnte das sogar einigermaßen, das war cool. Da haben wir C++ gemacht. Und da hatten wir sogar einen Editor mit Syntax-Highlighting. Das hat mich total begeistert. Unter DOS. mit Pascal und so einer Roboter-Simulation, wo man Programme geschrieben hat, um den Roboter zu bewegen. Ja, das so Turtle-Zeug, ne? Turtle-Programming oder so. Wo du dann sagst, ja, in Logo gibt's das. Aber das ist jetzt nicht auf Pascal basiert, oder? Nee. Ja, aber sowas in der Richtung, ja, wo du dann so Roboter bewegst. Das macht auch Spaß. Es gibt auch so Programmierspiele, wo du tatsächlich zum Beispiel wirklich Code schreibst, der einen Roboter bewegt und den dann gegen den Code von jemand anderem antreten lässt. Also so Programmierwettbewerbe quasi, wo du die Programme gegeneinander antreten lässt, sind auch sehr cool immer. Ich bin öfter, fast jedes Jahr eigentlich, auf einer Veranstaltung des Chaos Computer Club in Karlsruhe. Das nennt sich die Gulasch Programmiernacht, gulasch.ch. Und die haben auch jedes Mal einen Programmierwettbewerb. Letztes Mal haben wir Also jetzt 2018 haben wir im Prinzip, was hatten wir da gebaut? Genau, da hast du Code geschrieben, um eine Schlange zu bewegen. Das war im Prinzip Multiplayer Snake. Das heißt, dein Code hat eine Schlange gesteuert und musste auf die Suche gehen nach irgendwas zu fressen. Das heißt, du hattest so Funktionen, mit denen du abfragen konntest, in welchem Winkel von mir liegt das nächste Essen? Beziehungsweise du konntest irgendwie alle möglichen in einem bestimmten Radius, konntest du das Essen sehen, konntest dann überlegen, wo gehst du hin, was ist irgendwie das Sinnvollste. Und wenn du in eine fremde Schlange reingefahren bist, bist du gestorben, ja, wie das in Snake halt so ist. Und wenn du Essen gefressen hast, bist du länger und größer geworden. Und da ging es dann einfach darum, quasi so eine KI, also KI ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen Code, der quasi deine Snake-Schlange da durch die Gegend fährt, zu bauen. Und das ist auch geil, einfach weil du da auch an der Stelle einfach hergehen kannst und sagen kannst, okay, ich baue was ganz Simples und schau erstmal, wie weit ich damit komme. Und dann kannst du dein Code Stück für Stück verbessern. Also die erste Schlange, die quasi ich programmiert habe an der Stelle, war zum Beispiel, die hat überhaupt nichts mit Essen zu tun. Die hat nur geschaut, gibt es Gegner in der Nähe? Wenn ja, beweg dich davon weg. Das war alles.
Weil meine Idee dahinter war, wenn ich mich von den Gegnern wegbewege, dann kann ich schon mal nicht reinfahren, dann kann ich da nicht sterben und wenn ich mich wegbewege, werde ich unterwegs sowieso irgendwo Essen finden. Also es gab nicht immer nur ein Essen auf dem Spielfeld, sondern es war irgendwie überall verteilt. Eigentlich sagt man Futter, ne? Nicht ein Essen. Das war dann so meine Logik und das hat erstaunlich gut funktioniert schon mal. Erst später bin ich dann so hergegangen, habe das halt Stück für Stück verbessert, so von wegen, okay, wenn jetzt gerade kein Gegner da ist, dann kannst du nach Essen gucken. Und dann ist es vielleicht irgendwie sinnvoll, dann habe ich, glaube ich, irgendwie mein Sichtfeld eingeteilt in irgendwie 10 Segmente und dann einfach für jedes Segment geschaut, wie viel Essen liegt da drin. Und dann in das Segment, wo am meisten Essen drin liegt, da habe ich mich dann hinbewegt und sowas, ja. Also das, dann hast du dann wirklich so ein Stück für Stück verbessern von deinem Code. Das ist übrigens auch noch so ein wichtiger Punkt, den man beim Programmieren lernen einfach unbedingt mitnehmen sollte, ist ein, du musst nicht perfekt sein von Anfang an und dein Code muss nicht perfekt sein von Anfang an, sondern setz dich hin und bau erstmal. Mach, dass es läuft. Mach, dass es grob läuft. Und wenn es langsam ist und wenn es irgendwie unschön ist und unperformant, egal, Hauptsache es läuft erstmal. Und dann kannst du es immer noch verbessern. Das finde ich den richtig geilen Vorteil von Code versus alles Mögliche, was du irgendwie mit den Händen baust, ja. Wenn, keine Ahnung, du baust einen Schrank oder sowas, ja. Dann kannst du halt erstmal so einen Scheißschrank bauen und der dann vielleicht irgendwie halb auseinanderfällt, ja, oder keine Türen hat oder was auch immer oder keine Rückwand. Aber dann ist dann manchmal schwierig herzugehen und zu sagen, okay, jetzt erweitere ich meinen Schrank noch um irgendwas anderes, weil dafür musst du ihn teilweise wieder auseinandernehmen. Dann geht irgendwas dabei kaputt oder du musst neues Holz kaufen und sonst was. Das musst du bei Code nie machen. Das finde ich immer total geil. Epirat schreibt noch turtlemäßig sowas hier. Warte mal ab. Muss das mal auf den richtigen Bildschirm ziehen. Ja, genau. Ne, wo du hier so durch die Gegend fährst. Und ja. Das ist auch, also ich weiß nicht, ich habe selber damit noch nie programmieren gelernt. Man lernt, glaube ich, programmieren auch nur einmal. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch niemanden gesehen, der damit programmieren gelernt hat. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch funktioniert. Ganz klar. Du musst jeweils deinen Zugang finden. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die kommen an und sagen, ich will irgendwie so eine LED-Geschichte, das soll irgendwie toll blinken oder in irgendeinem Muster oder sowas. Ja, und die fangen dann an mit Elektronikbasteleien und Löten. Und für die ist erstmal die Elektronikbastelei quasi das Wichtige. Der Code kommt später. Lukas schreibt, ich fand immer Systeminstallation total super. DOS, Windows 3.11, 95, 98 NT, XP und so weiter. Und jetzt hänge ich bei Linux fest und würde gerne mich da irgendwie reinarbeiten. Was total mies ist, ist ja der Kernel. Da gibt es leider immer noch Hardware-Probleme mit Treibern und so. Das könnte was sein, aber ich traue mir das irgendwie nicht zu. Ich habe damals zu der Zeit, habe ich auch mit Linux angefangen, irgendwann, so gegen Ende meiner Schulzeit ungefähr. Und ich hatte früher oder davor schon irgendwie so ein, zweimal Experimente gemacht, damals irgendwie mit SUSE Linux und Red Hat, was man damals irgendwie benutzt hat. Und ich kam da nie so besonders weit und nie so besonders rein. Ich hatte zwar irgendwie auch so ein Buch, wo man sich mal eingelesen hat, aber was bei mir tatsächlich den Ausschlag dann gegeben hat, als ich irgendwann angefangen habe, Gentoo Linux zu benutzen. Gentoo ist bekannt dafür, also als erstes Mal ist es bekannt dafür, irgendwie total viel Richtung Optimierung und Geschwindigkeitsoptimierung und sonst was zu machen. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so ist, aber damals, als ich das gemacht habe, hast du ein Gentoo nicht, es hat kein Installationsprogramm gehabt, sondern du hast quasi deinen Rechner gestartet von einer Live-CD damals noch, heute wahrscheinlich von einem USB-Stick, und hast dann Stück für Stück dir eine Umgebung aufgesetzt auf deiner Festplatte und hast dann angefangen, da so eine grundlegende
Toolchain mit C-Compiler und allem Möglichen reinzupacken. Und dann bist du von da weitergegangen und hast da Software installiert und dann hast du deinen Bootloader installiert und so weiter. Genau, Arch Linux macht das auch nicht, ne? Arch Linux, oh Gott, was ist die Domain? .org anscheinend. Das hat auch, anscheinend auch keinen Installer, habe ich noch nie benutzt. Höre ich aber viel Gutes drüber. Kann man also, Gentoo ist, glaube ich, nicht mehr so in aktuell. Die meisten Leute sind jetzt irgendwie bei Arch angekommen. Das hat mir geholfen, da reinzukommen. Und ja genau, Epirat sagt, Gentoo ist doch das, wo man alles selber bauen muss. Ja, also du hast einen Paketmanager und der baut das alles selber. Also im Prinzip kannst du sowas sagen wie Emerge Firefox oder sowas, ja, und dann lädt das Ding aber im Quellcode runter und baut aus dem Quellcode für deinen Prozessor und deine Maschine mit deinen C-Flags, die du da definiert hast, dein Firefox oder was auch immer. Dann gibt es noch Linux vom Scratch. Linux vom Scratch. Da musst du, glaube ich, tatsächlich alles selber von Hand bauen. Das ist inzwischen sowas, da würde ich mich auch rantrauen, aber damals halt nicht. Ja? Also man wächst mit seinen Aufgaben, sagt man ja immer. Ja, und irgendwo musst du anfangen. Was ich bei Linux, glaube ich, ganz wichtig fand, ist jemanden zu haben, den du was fragen kannst. Weil es ist häufig halt so, es gibt für alles deiner Probleme irgendwie eine Lösung. Aber du musst erstmal wissen, was für Tools gibt's, was für Möglichkeiten gibt's, ja. Ich hatte schon ganz oft so eine Situation, wo ich gesagt habe, das und das und das würde ich gerne lösen. Und du beißt dir da einen ab und versuchst irgendwie rauszufinden, okay, wie mache ich das jetzt am sinnvollsten, bis du irgendwann jemanden fragst und er sagt, ja, guck mal, da gibt's doch dieses Tool da auf der Webseite, lad dir das runter und fertig. Und dann stellst du fest, okay, so einfach ist das, ja. Das hilft bei Linux, glaube ich, sehr. Lukas schreibt, er hat da keinen zum Fragen. Jetzt überlege ich gerade. Hat jemand von euch da konkret irgendwie Vorschläge? Ansonsten, was immer gut funktioniert meiner Meinung nach, ist, ich komme gerade mit meinen Tabs nicht mehr klar, Stack Overflow, beziehungsweise, na, wie heißt das? Oh, Servervault. Servervault ist im Prinzip, wenn ihr für Programmierfragen Stack Overflow benutzt, dann ist Servervault quasi für Linux-Fragen oder für Systemadministrationsfragen. Ja? Wenn ihr so grundlegende Fragen zu Linux oder Unix habt, dann gibt es da sogar noch mal ein anderes. Ist das hier irgendwo verlinkt? Ja, das ist hier so. Es gibt ein Unix Stack Exchange für Unix und Linux, wo auch mehr so Hintergrundfragen vielleicht for Users of Linux, FreeBSD and other Unix-like Operating Systems. Das heißt, Stack Overflow ist mehr so für Serveradministration eigentlich gedacht. Servervault, nicht Stack Overflow. Stack Overflow ist für Programmierfragen. Ihr seht, ich komme selber durcheinander gerade. Das heißt, da könnt ihr, wenn ihr konkrete Fragen habt, konkrete Fragen stellen. Problem dabei ist natürlich, ihr müsst die Fragen auf Englisch stellen. Ist natürlich immer so, wie sehr traut man sich das zu? Und ansonsten, ich weiß gar nicht, gibt es halt auch irgendwie vielleicht lokale User Groups oder sowas? Ja, wenn es, keine Ahnung, zum Beispiel der CCC, der Chaos Computer Club, der hat üblicherweise eigentlich auch irgendwie in allen möglichen Städten gibt es zum Beispiel Hackerspaces oder gibt es lokale Chaos-Treffs oder sowas. Ja, da kann man, wo verstecken Sie das? CCC Regional hier, ja. Da könnt ihr euch da mal umgucken und dann einfach bei so Leuten bei euch in der Nähe vielleicht mal vorbeikommen. Ja. Das sind jetzt nicht, also ein paar davon bestimmt, ja, sind so die super Mega-Hacker.
Aber viele von denen sind halt auch einfach so, ah, ich will irgendwie alternative Betriebssysteme benutzen oder ich will programmieren lernen oder sowas, ja, und dann könnt ihr da zumindest mal irgendwie lose anfragen und da vorbeigehen und euch mit Leuten zusammensetzen und das hilft definitiv auch. Und ansonsten, klar, YouTube benutzen oder so, ja, und da Sachen suchen und Tutorials suchen und sowas, kann man auf jeden Fall auch machen. Ich überlege auch, wenn jetzt der Dezember rum ist und das mit diesem Twitch hier einigermaßen gut funktioniert hat, kann ich mir auch vorstellen, Tutorials hier auf Twitch zu machen, ja. Ob das jetzt irgendwie Programmieren ist oder ob das Linux ist oder sonst irgendwas. Können wir auf jeden Fall dann mal drüber reden. Ich muss mal einen Schluck trinken, ich laber die ganze Zeit. Epirat, stimmt dir total zu. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Dass du dir erstmal wissen musst, was gibt's eigentlich. Und dann kannst du dir die Tutorials dazu suchen. Aber so dieses, wie setzt sich das eigentlich alles zusammen, ist nicht so einfach. Oder sind nicht dokumentiert, aber die Doku dafür zu finden ist quasi nicht möglich, wenn man sich nicht auskennt. Ja. Also ich meine, ich habe auch heute noch irgendwie so Fälle, wo ich irgendwie dann irgendein Softwareprojekt finde, wo ich dann sage, okay, das könnte vielleicht mein Problem lösen, aber du raffst die Doku nicht. Oder es ist irgendwie ganz obskur oder es ist überhaupt nicht dokumentiert oder du müsstest irgendwie mit der Community reden, um rauszufinden, wie geht das? Was wollte ich da letztens machen? Da ging es irgendwie um Videostream mit FFmpeg. Und da wollte ich, glaube ich, das Ganze als ein, wie heißt dieses HTML-kompatible Dingens? Gibt es auch so ein Realtime-Media-Format, mit dem du es quasi in den Browser streamen könntest. Und theoretisch geht das irgendwie. Und der FFmpeg kann das, glaube ich, theoretisch nicht, aber was die große Konkurrenz dazu heißt, na, GStreamer. Und mit GStreamer geht das irgendwie. Und ich muss gerade mal in meine privaten Notizen dazu reingucken. Da steht, glaube ich, irgendwas dazu drin. Und das war halt auch so ein, ich war da tagelang auf der Kommandozeile und habe versucht, irgendwas zusammenzufrickeln und habe es aber nicht hinbekommen. Und das war auch sehr frustrierend auf jeden Fall. Um was ging es da? Genau, WebRTC. WebRTC für einen Videostream von einer Webcam zu bauen. Und da habe ich mir auch einen Wolf gesucht. Und ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben. Also theoretisch geht das. Mein Problem war, dass ich es mit guter Qualität, also naja, was heißt guter Qualität, aber vor allem mit einer hohen Framerate und mit niedriger Latenz haben wollte. Und die Kombination habe ich einfach nicht hingekriegt. Habe ich auch bis heute noch nicht hingekriegt. Mache ich vielleicht bei Gelegenheit mal, aber da bin ich definitiv dran gestorben an dem Ding. Ja. So, Dash oder HLS? Ja, Dash ist doch so ein Closed-Source-Dingens. Ne? Oder irgendwas Proprietäres, wo man sich auch nicht so sicher ist, ob man das benutzen soll. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ganz massiv ab. Wir sind jetzt auch hier schon wieder 1,5 Stunden dran. Ich glaube, viel länger möchte ich eigentlich gar nicht machen. Das heißt, dieses Generate-Dingens lassen wir jetzt erstmal weg. Ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich das nochmal nach. Aber morgen sitzen wir auf jeden Fall wieder dran, machen das nächste Türchen auf. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich habe immer noch keinen festen Schedule für wann ich so die Woche streamen möchte. Aber ich bin jetzt zumindest mal so weit, dass ich immer für den nächsten Tag sozusagen mal eine Uhrzeit ankündigen kann. Und diesmal ist es 19 Uhr. Das heißt, während wir heute um 16 Uhr angefangen haben, machen wir morgen mal um 19 Uhr. Ich schaue einfach, wie sich das so anbietet, ja, wer von euch wann irgendwie mehr Zeit hat und wann irgendwie die meisten Leute können. Einfach um da mal so ein bisschen zum Vergleich zu haben und zu checken, okay, wann
wann passt's euch denn? Ja, wann passt's mir so? Und weil ich glaube halt 16:30, also Lukas sagt jetzt 16:30, ich glaube bei vielen Berufstätigen und vielleicht auch bei den Leuten, die irgendwie studieren, ist das vielleicht noch ein Ticken zu früh. Mach doch eine Umfrage. Ja, habe ich vor, wenn ich so ein bisschen mal ausprobiert habe, glaube ich. Also das Problem ist, ich muss jetzt auch erstmal für mich selber ausprobieren, wann passt es mir eigentlich am besten. Weil momentan bin ich halt in der angenehmen Situation, quasi den ganzen Tag normalerweise zur freien Verfügung zu haben. Aber das wird auch nicht ewig so bleiben. Und von daher muss ich jetzt aber mal schauen, was da passt. Aber was ich auf jeden Fall ansagen kann, morgen 19 Uhr. Und ich werde auch mal schauen, dass ich bis morgen 19 Uhr dann zumindest für den Rest der Woche mal irgendwie schon feste Termine zusammen habe. Schauen wir mal. Gut. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Ich fand das wie immer sehr erleuchtend und sehr erhellend und es macht Spaß, mich mit euch zu unterhalten. Und ich finde definitiv, also das war jetzt mein vierter Twitch-Stream, ich finde definitiv Gefallen daran. Von daher, ich bin weiter dabei und ich werde auch schauen, dass ich ein bisschen mehr von diesen komischen Gimmicks, die man anscheinend haben muss, da so einbauen werde. So dieses XY folgt dir jetzt und irgendwie, was nicht alles. Das kommt auch noch, aber das ist tatsächlich mehr Aufwand, das irgendwie hochzuziehen, wenn man es in hübsch haben will, als ich erwartet hätte. Von daher muss noch ein bisschen. Aber ich habe inzwischen so einen Vor- und nach dem Stream Wartebildschirm. Das ist der, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Und von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns.